Selamat pagi teman-teman. Baik lagi bersama saya Kesa. Channel Kesa Lisa. Hari ini kita udah di camping, di tempat camping ya. Lihat muka saya baru bangun tidur. Ini tenda kita. Nah. Kemarin kita habis sepedahan terus kita parkir di sini. Langsung di kaki, bukan gunung tapi bukit ya. Kita bayari sih semalam untuk kita berlima sama mobil sama parkir sekitar 800 ribu ya, 400 ribu dan belum makan. Kita cuma sehari di sini semalam, soalnya kita langsung balik lagi ke tempat kita. Nanti kita ajak kalian ke tempat tempat sepedahan. Kita mau sepedahan, terus kita mau ke tempat ke gua, ya pokoknya begitulah teman-teman. Saya mau mandi dulu, nanti Lisa juga mau mandi, terus mau beres-beres, terus mau lanjut lagi. Enjoy. Sekarang kita lagi bongkar-bongkar tenda teman-teman, mau pulang lagi. Ininya udah selesai ya, mau penuhin lagi sebentar biar muat tendanya, mau kita bongkar juga. Terus sepedanya masuk ke masuk ke tempat sini nih, ke atas sini nih, di belakang, jadi biar cukup ya. Coba ya, kita sekarang Mama. Sepeda. Banyak juga yang jalan kaki ke sini teman-teman. Banyak jalan kaki ada, kayak sepeda ada, banyak. Jadi acara keluarga lah banyak yang datang ke sini. Lewat jembatan airnya biru, sangat jernih teman-teman. Halo. Salah tidur. Halo. Halo. Nah, ini udah mau masuk area jembatan ya. Nah, di depan itu ada ini ya. Ada istana ya. Panjang gunung, di gunung itu aja ada istana. Anak dua yang lain tidur di dalam, tidur. Kita bisa berenang sana. Es kamen auswimen, kan? Jadi bisa renang di sana. Hah?
ini istananya, lihat. Tadi itu istananya, teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Jalannya nanjak. Bagus ini kan. Lihat. Lanjut. Nah, ini istananya, teman-teman. Nggak bisa lihat. Nantilah kita lihatin ya. Ini istananya nih. Besar. Nah, ini air dari gua, teman-teman. Kita udah sampai tempatnya ya. Jernih sekali air ini. Ini pintu masuknya. Pintu masuk. Bimsena Hule. Jadi masuk ke gua kita. Ya. Nah, masuk ke lubang sana tuh. Lubang. Wir sind jetzt hier im größten Raum unserer Schauhöhle. Wenn man hier runter guckt, haben wir eine maximale Wassertiefe von ca. 3 Metern. Das denkt man tatsächlich nicht, weil das Wasser hier so klar ist, aber es ist doch recht tief. Die Kollegen gehen hier gerne auch mal schwimmen. Also man kann hier wirklich reinspringen. Wenn ihr da hinten guckt, das was jetzt gerade beleuchtet wird und mit Moos gewachsen ist, ist unser Tropfstein. Vorsichtig jetzt hier rechts in den Köpfen. Das ist 5 Millionen Jahre alt. Und der wächst alle 100 Jahre, genau, Vorsicht, da kommt ein schon. Wir verlassen jetzt die große Höhle. Das heißt, ab jetzt bitte besonders gut auf die Köpfe aufpassen. Es kann auch mal sein, dass ein Fels von der Seite ein bisschen näher kommt. Aber bitte nicht kräftig abstoßen, sonst habe ich hier Schwierigkeiten zu lenken. Sondern einfach den Kopf bewegen, weil die Felsen weichen sehr selten aus. Nein, das hat ja auf jeden Fall Vorteile. So, wenn ihr hier hoch guckt, seht ihr unsere Pflanzenflora, unsere Landflora, so rum. Die Höhle wird nämlich künstlich beleuchtet, sonst würden wir drin gar nichts sehen. Und rund um die Lampen können dann die Pflanzen wachsen, die hier drin natürlich ohne natürliches Licht sonst keine Chance hätten. Und wer hier jetzt reinguckt, sieht eine Wassernymphe, in einem kleinen Vorsprung sitzen. 1803, also vor gut 200 Jahren, war hier nämlich der König von Württemberg, damals König Friedrich, zu Besuch, nachdem ja auch die Höhle hier benannt wurde, wie sie offiziell heißt, die Friedrichshöhle. Und der wollte damals nicht in die Höhle reinfahren. Und dann hat man ihm aber erzählt, dass hier drin eine freizügig gekleidete Wassernymphe schwimmen soll. Und hat ihn dann so davon überzeugt, doch noch mit reinzufahren. Was ich, Jenny? Jenny? Was ich? Den Kopf? Ja, den Kopf? Ja, da mal drin schwimmen. Ja, Sie sagen schon, das Wasser hier ist richtig schön klar und man denkt auch wirklich nicht, dass es so tief ist. Also, wir haben wieder an die 3 Meter Wassertiefe. Eine Wasserhöhle. Und das sieht gar nicht so aus, weil es eben so klar ist, weil, wie gesagt, wir sind hier im Karstgestein. Das heißt, das Wasser, was hier reinfließt, ist Regenwasser, was von ungefähr 150 Quadratkilometern hier zusammenfließt unter der Erde und dann eben durch die ganzen Gesteinsschichten sickert. Und dann weiter hinten in der Höhle wieder hoch blubbert sozusagen und dann hier aus der Höhle raus fließt.
und natürlich durch den ganzen Sickerungsvorgang richtig schön gefiltert wird und dann die klare Qualität hier wieder hat. So, jetzt aber erreichen wir die Trinkwasserqualität. Trinkwasserqualität prinzipiell ja. Wir dürfen es aber offiziell nicht sagen eigentlich, okay, weil es immer mal wieder sein kann, Vorsicht, ziemlich eng, dass es kurzzeitig verschmutzt. Weil irgendwie weiter hinten in der Höhle irgendwas passiert. Das kann natürlich immer sein. Oder wenn es Regenwasser ist, was natürlich durch die Oberfläche durchsickert, kann es auch sein, dass durch irgendwelche landwirtschaftlichen Vorgänge hier Verschmutzung kurzzeitig passiert. Und prinzipiell hat es aber recht gute Qualität. Genau. So. Aber guck mal hier. Ada ikannya teman-teman, lihat. Jadi kita nggak boleh bawa sepeda. Sepedanya taruh di sana di parkiran dan kita langsung ke sini. Nah, kita jalan sekarang ke arah Glass Master Kena. Apa Glass Master, Sachi? Tapi belum tahu seberapa jauh. Lihat aja nanti, teman-teman. Gimana keindahannya, oke? Indah sekali teman-teman. Ya, indah sekali. Aku schön, gak? Tada! Sudah sampai sekarang kita anak-anak bisa berenang sini. Ya, hast du hier schon wieder dabei? Ja, ja, kita lanjut. Belum tahu seberapa jauh ini tempatnya. Cuman kita nggak jalan, mungkin nggak terlalu jauh lagi karena hari ini tuh kita mau makan-makan sama mertua saya di kota yang lainnya, jadi harus 2 jam perjalanan dari tempat ini. Dan kita mau makan di Asia restoran, dan ya nanti mereka nunggu kita lama ya. Sebenarnya ini udah jam 4, nengi ya kak, 14, jam 2 maksudnya. Informasi yang menyesatkan nih. Ini masih enak jalannya seperti ini. Jadi ini tuh cagar alam ya di sini ya, dilindungi. Ada ikannya sengaja di apa, sepanjang jalan itu sungai seperti inilah. Kalian bisa lihat. Tapi kita agak jauh lagi ya. Berhenti nih sobat, udah.